alles klar. Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Willkommen zu einem neuen kleinen Video. Wie ihr sehen könnt, heute mal mit Green Screen. Was ist deine Mission? Ich bin mit Kindern. Ihr habt die schon muten müssen. Weil ihr wisst, sie laut waren. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf die Suche nach Waffen. Let's explore this way. Ah, wir haben wieder die geile Waffe, mit der wir das letzte Mal richtig geil Bullshit gemacht haben, ja. So, ich folge dem Typen jetzt einfach mal. Alles klar. Ich folge dem Typen jetzt. Putzi, was. Ja, hätte ich aber gesagt. Wir schauen währenddessen mal wieder auf und sammeln dann ein bisschen Munition ein. Eine zweite Waffe wäre nämlich ganz schön, wenn wir sowas bekommen können würden. Ja. Allerdings scheint hier drinnen keine zweite Waffe zu sein. Ja. Wie ihr es auch bereits jetzt durch dieses Spiel merken könnt, ist der Fortnite-Wahn vorbei. Solange nichts Neues mehr von Fortnite kommt, habe ich nicht vor, jetzt wirklich wieder Fortnite zu spielen. Also muss wirklich, und vor allem, wenn ich sage, es muss was Neues kommen, dann muss aber was wirklich Cooles kommen. Also wirklich der Trailer jetzt auch wieder episch ist und alles. Ja, so, dann spiel sicher wieder mit Fortnite, aber aktuell habe ich es nicht wirklich mehr am Schirm. Weil ich finde RPGs halt dann doch unterhaltsamer und spannender und es hängt sich gerade ein bisschen auf, ich spiel. Jo, danke für gar nix. ja. So, da mal Ding mit. Sehr gut. Jetzt nehmen wir alles mit, warum muss der Spacken so das Ding? So, gehen wir mal mit dafür. Begleiten wir ihn. So, was ist. Drüben liegt irgendwas Blaues und das ist auf jeden Fall Blaues. Solange ich da nicht aufgekommen. Ah! Bin ein Spaß. Nein, ist nicht um. Yeah! Let's explore this way! Und ich muss ja da ganz ehrlich sagen, ich habe halt jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass wir in dieser Runde jetzt irgendwas machen können, ja. Und das liegt einfach daran, dass wir da mit, weiß ich nicht, wie heute Kindern spielen. Ich hab's jetzt muten müssen, sonst da würden sie die ganze Zeit durchreden, wenn ich in der Lobby schon so viel gelabert. Und dann noch mit der miesesten Mikrofonqualität, die es gibt, Alter. Ich meine, ich hab jetzt eine die beste, aber das war echt eine Zumutung, was die das gehabt haben. Ohne Spaß. Oh! Oh! Lol! Lol! Das Kind ist doch nicht so schlecht und ich bin ziemlich scheiße, wir haben den damit getroffen. Alles klar. So spielt man Apex Legends. Who's ready to fly on a zipline? Wo ist die Zipline? Sag mal, der Zipline, wo ist sie? Halt auf jetzt. Echt jetzt? Bist du jetzt echt. Oh, Alter. Komm, geh mal mit. Dann muss ich nicht allein sterben. Oder kann ich nur Danke sagen? Weil. Here I go! Ein Rucksack wäre jetzt nicht schlecht. Alter, was ist denn da? Oh! Alter! So. Das wäre echt der Rucksack dann nochmal nicht schlecht. Rucksack. 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 Scheißhornrucksack. Ah, nur geile Sachen, aber kein Rucksack. Ganz ehrlich, was ist das für Bullshit? Was haben sie dabei gedacht? Bei dem vorhin den scheiß Rucksack wegsnacken sollen, als ich die Möglichkeit dazu gehabt habe. Die war sozial und haben den noch nehmen lassen. Boah, Schluch sein sollen. By the way, liebe Zuschauer, möchte ich mich auch an dieser Stelle entschuldigen für diese wunderbare Qualität, die ihr hier in Form eines Greenscreen sehen könnt. Ihr mit der. Oh, Backpack! Ihr habt jetzt ein bisschen mit dem Scheiß gespürt, ja. Und es hat nicht so funktioniert, wie ich das gerne wollte, ja. Und deshalb, ich weiß nicht, ob das. Was haben wir doch für Munition? Leichte Munition. Brauche für die zweite Woche. Warte, nein, brauche ich nicht. Mir wurscht. Auf jeden Fall. Um nur mir das zu sagen, was ich jetzt gerade sagen. Hey, fuck you. Was ich jetzt gerade sagen will, ist auf jeden Fall.
Fuck you! Auf jeden Fall, wie gesagt, die Qualität meiner, das sind schon der Zone-Dorschlöcher. Auf jeden Fall, wie gesagt, meine Videoqualität ist gerade da oben im Eck jetzt nicht wirklich wunderbar. Aber das liegt daran, dass ich die Beleuchtung gerade besser hinkriege, vor allem vom Platz her. Ich glaube, um das jetzt richtig zu beleuchten, müsste Anton seinen Schreibtisch um ein paar Meter umschirmen, damit ich die Leuchtung perfekt hin bewegen kann. Ich kann auch ein bisschen so dazu quatschen. Unge hat jetzt ein neues Projekt geleakt. Und zwar das Projekt, wie nennt sich das? Zuro. Ist ein Minecraft-Projekt, wo YouTuber, Zuschauer, Streamer, etc. Minecraft spielen mehr oder weniger wie Varu, nur dass ein bisschen ein Roleplay dabei ist. Und es geht also nicht prinzipiell hauptsächlich darum, dass sie alle töten, sondern es geht darum, man soll ein bisschen zusammenspielen, sprich, es wird dadurch auch ein bisschen in die Länge gezogen, was ich auch gut finde. Dass es ein bisschen einen Roleplay-Charakter kriegt. Und zusätzlich ist dann auch noch dabei, eben, also es geht dann bis der letzte Überlebende. Wenn man zu friedlich ist, kommen Unwetterkatastrophen und wirklich alles Mögliche, ja. Und das finde ich an sich ziemlich geil. Ich habe mich für das Projekt auch beworben, um das kurz zu sagen, ja. Ich vermute aber nicht, dass ich die Gelegenheit haben werde, dort mitzumachen. Das liegt daran, dass sie einfach schon so viele YouTuber gemeldet haben, vor allem die Großen. Und ich kann es ungespielt, also in der Hinsicht jetzt nicht wirklich übel nehmen, wenn er hingeht und sagt, er nimmt jetzt zuerst einmal kurz seine ganzen YouTube-Kollegen dran, weil die kennt er natürlich und das Ganze und die werden per WhatsApp schreiben und bla bla bla. Also die wird er vermutlich bevorzugen, wo sie an sich jetzt nicht schlimm ist. Und ihr versteht, was ich meine. Whole squad down. Mann, super. Alles klar. Muss perfekt. Auf jeden Fall wollte ich gerade nur sagen, ja, also ich habe mich, wie gesagt, für das Projekt beworben. Vielleicht mit etwas Glück kommen wir rein. Ich glaube allerdings nicht, dass wir es schaffen. Wie gesagt, sind die ganzen großen YouTuber an der Reihe sein. Und es sind sicher auch schon mal, weiß nicht, wo es 20, 30, 40 Leute da zusammenkommen. Vermute ich mal, wenn Unge schon gesagt hat, dass zum Beispiel Pietz mit dabei ist, wenn vermutlich auch zwei Leute dabei sind, oder drei. Ich glaube kaum, dass jetzt nur einer mitspielen wird. Und dann Rivi wird sicher dabei sein, also Spark of Phoenix, glaube ich, ist ein Minecraft-YouTube-Kanal, der ist sicher auch dabei. Solche Sachen. Also ich glaube, dass diese ganzen Kanäle schon mal fix dabei sein werden. Also wäre zu vermuten, und das wird sicher so sein. Und deswegen, ich glaube, dass wir es diese Runde noch nicht ganz schaffen werden, vor allem weil ich mir ziemlich spät gemeldet habe. Ne? Ich vermute, dass wir es dann mit dem nächsten Mal schaffen werden, also vielleicht dann schon schaffen werden. Weil... Oh! Lol, es gibt goldene Rüstung, das habe ich gar nicht gewusst. Hallo Lutscher, du hast den goldenen Helm übersehen, du Spast. Da ist du nämlich einer gegangen und der Spacken hat den goldenen Helm übersehen, der Lutscher. Egal, wo müssen wir hin? Wo geht's hier hin? Wo geht's hier hin? Okay, komm, zeig ich euch. Ich muss jetzt sagen, es sind so mal 7 verbleibende Squads, wir machen uns an sich schon. Wir machen uns aktuell eigentlich ganz gut. Sie kann trifft doch. Okay, die machen sehr gut. Und wir sind an sich ziemlich scheiße, ja. Oder ich bin an sich. Wo ist der Typ? Warum treffe ich den nicht? Gibt's doch nicht. Okay, 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 okay. Scheiße. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Bitte, wann die mir jetzt machen? Das gibt's nicht. Fick die, du dumme Schlampen. Schipp dir irgendwas in den Arsch. Das gibt's doch ganz ehrlich nicht. Also ich bin jetzt schon mal genau... So, wir wollen unten landen, okay. Echt jetzt da hinten? Spaßt!
schneller. Ich muss jetzt auch dazu sagen, um das jetzt ein bisschen. Oh oh. Um das ein bisschen zu erklären, wie ich das angegangen bin mit so. Das wird echt nicht so geil. So. Ah, der andere hat die Runde schon verlassen. Die Sache ist, wir werden jetzt prinzipiell einmal daran erinnern bleiben, liebe Freunde. Scheiße. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt prinzipiell einmal daran erinnern bleiben, ja. Nur mal zum Thema Suche. Ich habe es auch ziemlich, einfach beworben. Sprich, ich bin einfach hingegangen und gesagt, ja, hey, Junge. Ich finde es cool, wenn ich mitmachen kann. Ich bin ein kleiner YouTuber. Also es ist mir prinzipiell jetzt nicht darum. Also ich bin jetzt nicht hingegangen, so wie viele vielleicht gemacht haben, da ein fettes Video dazu gemacht haben, meine cool und das wäre so geil mitspielen und bla bla. So ich habe auch mal auf YouTube habe ich einen Kommentar hinterlassen. Und einmal auf Twitter habe ich in einem Kommentar markiert. So. Auf jeden Fall ja, also ihr versteht es gerne, was ich mache. So, also ich habe jetzt ziemlich einfach geworden. Und ich sage jetzt auch, wenn wir jetzt da nicht drankommen, so wie es auch kommen wird, ich werde es definitiv schauen, weil ich bin schon ziemlich gehypt auf dieses Projekt. Das gibt's doch nicht! Scheiße! So, also wie gesagt, letzte Worte zum Projekt, eben zu dem Suche-Projekt. Also wie gesagt, zuerst. Neues Skin. Cool. Also auf jeden Fall, ihr werdet trotzdem suchten, vor allem, also ihr werdet wahrscheinlich bei Pizmit schauen und bei Unge und bei Pizmit werdet ihr es definitiv schauen. Ich weiß nicht, was für YouTuber sonst noch dabei sind, die ihr wirklich kennt, vielleicht über Revi und so. Also anscheinend suchten wir es definitiv, aber es ist an sich ein ganz cooles Projekt, ja. Ich bedanke mich jetzt trotzdem schon mal fürs Einschalten. Wir waren jetzt nicht so erfolgreich, ich denke, wir werden das nächste Mal wieder aufholen mit einer richtig geilen Runde Apex Legends. Dann werden wir schon schaffen. Mein Charakter ist schon im Blick so. Wir schaffen das, ja. Wir schaffen das. Na, also wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Mittag, Morgen. Ciao!